So ist es. Genau, ich habe hier schon mal ein Slide zur Einstimmung. Findet ihr die Fehler? Das hat Bernhard auch schon gesagt, das genau. Ja. Michael? Ja, da oben. Genau. Ja? Die Map, ja, wird eingebunden und dann? Was der Fehler, dass es überhaupt eingebunden wird? Das. Heute ist ja fast, wir beschränken uns auf den Google Analytics Part. Also was immer den Entwickler hier dazu gebracht hat, hier oben Google Analytics einzubinden, ohne Anonymisierung. Hier und hier unten nochmal, habe ich nicht verstanden, weil hier oben wird es ja gar nicht anonymisiert, hier unten wird es anonymisiert. Allerdings nützt es dann auch nichts, wenn man das in dieser Reihenfolge macht. Also hier an dieser Stelle mit dem Create wird jetzt die ID gesetzt, dann wird der Page-View gesendet an Google, nicht anonymisiert und dann wird gesagt, ach übrigens, ich hätte es gerne anonymisiert. Zu dem Zeitpunkt ist das Kind allerdings schon in den Brunnen gefallen. Mal abgesehen davon, dass in dem Fall hier oben das Ganze ja ohnehin nicht anonymisiert schon längst übermittelt wurde. Also ja, das so etwas findet man. Wie bitte? Ja, genau. So, ja, genau. Also herzlich willkommen zu meiner Session. Oh no, DSGVO. Ich habe im Supportforum und auch bei Kundenprojekten immer wieder DSGVO-Konformität umsetzen dürfen müssen und habe dabei so viele Merkwürdigkeiten gefunden und ärgere mich vor allem jedes Mal wieder regelmäßig über halbseitige Artikel, die beschreiben, wie man das macht, wo die Leute weder Ahnung von dem Recht haben, noch von der Technik und mir erzählen, wie ich das Ganze jetzt umsetze, was nicht so viel nützt. Und ja, das kommt noch nicht mal von Facebook. Das sind ganz normale Blogartikel, die man so findet, wenn man danach sucht. Das ist, ja, und ich werde euch jetzt ein bisschen in der nächsten halben Stunde mitnehmen auf eine Reise durch diese halbseitigen Artikel und was sie empfehlen und wo man dann als Laie, Anfänger jedes Mal regelmäßig dran scheitert. Also vor allem, wie macht man DSGVO-konforme Website? Man braucht auf jeden Fall eine Datenschutzerklärung. Die Datenschutzerklärung macht man, weil wir alle faul sind, natürlich mit einem Generator. Das ist so, also typischerweise das, was passieren wird. Und das sind auch häufig die Tücken, die uns dann begegnen werden. Wie schrieb jemand auf Twitter so schön? Schön, jetzt haben wir automatisierte Texte, die wir nicht lesen, für unsere Nutzer, die die Nutzer nicht lesen. und ja, wo kann man da überall so ins Klo greifen? Zum Beispiel glaubt eine sehr bekannte Firma, die einen Datenschutzklärungsgenerator anbietet, dass das Sheriff-Plugin von GitHub entwickelt wird. Das steht da also jetzt und wenn man danach sucht, dann findet man sehr viele Seiten, die das in ihrer Datenschutzerklärung weiterhin durch die Gegend treiben. Und er hat versucht, auf Twitter per Mail die zu informieren und zu sagen, ihr habt einen Fehler, das bitte korrigieren, ich bin der Entwickler. Das scheint die nicht zu interessieren. Das ist nach wie vor, ich habe es nochmal getestet, die Ausgabe des Generators. Auch nach mehrfachem Hinweis, dass das Quatsch ist. Und die spannende Frage ist, was passiert, wenn ich so etwas in meiner Datenschutzerklärung habe? Und wem fällt das auf? So, und in dem Stil geht das jetzt lustig weiter. Ich weiß, dass das jetzt ein bisschen Public Shaming ist, aber es sind alles Fälle, wo ich weiß, dass sie öffentlich mehrfach darauf hingewiesen wurden. Auch bei Trusted Shops haben wir hier das Problem,
Warum benutzen wir diese JavaScript Opt-out-Lösung für Google Analytics? Weil die typische Weise in den Datenschutztexten steht, benutzt das Browser-Plugin. Das Browser-Plugin nützt mir bloß nichts, wenn ich zum Beispiel mit meinem iPhone auf die Webseite gehe, dann kann ich kein Browser-Plugin installieren, also brauche ich eine andere Möglichkeit, mich den Opt-out zu machen. Das kann ich per JavaScript einen Cookie setzen. Also ich möchte nicht getrackt werden. Dafür muss allerdings ein Skript installiert sein. Also dieses JavaScript, diese Funktion muss da sein und sie muss aufgerufen werden. Es gibt alle möglichen Varianten, wie man das verkacken kann, wie man das technisch ein Problem haben kann auf seiner Seite. Zum Beispiel bindet man einfach das JavaScript nicht ein. Dann geht der Call ins Leere und man wundert sich, warum nichts passiert. Oder man wechselt beim Classic Editor einfach mal in die visuelle Editor-Ansicht. Dann sind diese JavaScript-Doppelpunkt-Links nämlich weg in WordPress, weil die rausgefiltert werden. Und dann bleibt so ein Link hier übrig. Das rel no, no follow ist noch übrig geblieben, aber der JavaScript-Link ist rausgefiltert. Wäre eine spannende Frage, ob das mit Gutenberg immer noch passiert. Ich habe es nicht getestet. Nee, ich bin Admin. Das JavaScript-Links werden auch so im visuellen Editor rausgefiltert. Ja, und dann sieht das so aus. Und auch hier habe ich mehrfach auf Twitter, per E-Mail, an verschiedenen Adressen, ich habe sogar Antwort bekommen mit Rückfragen, aber das Problem ist nach wie vor online. Auch das nochmal getestet. Ja. Wie löst man so etwas? Wenn der JavaScript-Link ausgefiltert wird, kann man einen Shortcode benutzen, der das einbindet. Es gibt diverse Plugins, die so eine Funktionalität nachrüsten. Es gibt Google Analytics Opt-out von dem Florian, Google Analytics Germanized Opt-out von Google. Alles Plugins, die auf die eine oder andere Form einen Shortcode anbieten, mit dem man dann diesen JavaScript-Link einsetzen kann. So, kommen wir zum Thema YouTube-Videos. Auch das so ein Fall, wo, wenn man die einschlägigen und weiterkopierten und weiterkopierten und weiterkopierten Hinweise liest, es dann immer heißt, ja, da kannst du das Plugin installieren oder dies Plugin installieren, sind aber alles Lösungen, die nicht mit der Kreativität der Entwickler rechnen, wie man, auf wie viele verschiedene Arten man YouTube einbauen kann. Die offensichtlichen sind natürlich, dass ich das O-Embed von WordPress nutze, also den Link zu YouTube in einer Zeile macht WordPress ja automatisch ein YouTube-Video draus. Das ist dann die Zeile hier oben. Es gibt dann noch die Variante mit dem erweiterten Datenschutz. Das ist YouTube No Cookies, wird dann als Adresse benutzt. Auch die wird per O-Embed dann zu einem YouTube-Video. Und es gibt noch diesen Shortlink youtube.be. Alles Links, die also wo man auf die Idee kommen könnte, so YouTube-Videos einzubauen. Und dann gibt es natürlich noch den Embed-Code, den man sich von Google holen kann und das einfach so in den Texteditor zu packen und das auszugeben. Und je nachdem, welche dieser fünf Varianten, die quasi so am offensichtlichsten sind, scheitern die Plugins an der einen oder anderen Stelle. Es gibt WordPress selber natürlich mit dem O-Embed, also automatisch ein YouTube-Video daraus zu machen, funktioniert schon mal nicht für die No-Cookie-Variante, die uns ja irgendwie jetzt zumindest ein bisschen weiterhelfen würde für die Datenschutzgrundverordnung. Das scheint aber irgendwie ein technisches Problem zu sein. Es gibt ein Track-Ticket dazu, funktioniert nicht. So, dann wird häufig empfohlen, das Plugin Embed Videos and Respect Privacy. Auch schön, funktioniert aber nicht für den Embed-Code. Und insbesondere, wenn man eine große Userbasis hat, wenn man also viele Redakteure, Autoren hat, die schreiben, wenn jemand auf die Idee kommt, dann den Embed-Code zu benutzen, dann nützt mir mein schönes Plugin leider auch nichts mehr, weil es nicht greift.
Dann gibt es noch YouTube Lite, auch eine häufige Empfehlung von dem Entwickler, der auch OutOptimize nutzt, entwickelt hat. Das macht schon echt viel richtig. Das funktioniert ziemlich gut. Ist auch gut anpassbar, konfigurierbar. Scheitert allerdings an YouTube No Cookies Domain, weil es die nicht nutzt. So. Also auch da nicht die perfekte Lösung und immer die Möglichkeit, dass ein Plugin-Entwickler oder ein Redakteur, ein Redakteur eben den Code, diese Domain benutzt und dann das YouTube-Video ganz normal eingebunden wird. So. Genau, jetzt haben wir gerade gestern den Fall, wo Udo mich auf das Problem hingewiesen hat, wenn wir vielleicht, also selbst mit der YouTube No Cookies Lösung wird noch ein Request an Google gesendet, nämlich der, um das Coverbild zu holen. Und damit bin ich quasi nicht sehr viel schlauer jetzt, was die DSGVO angeht, weil die IP-Adresse ja trotzdem bei Google landet. Wird jetzt vielleicht weniger gemacht, aber das Grundproblem, ich gebe eine persönliche Information, nämlich die IP-Adresse meines Besuchers an YouTube weiter, ist nicht gelöst. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dann hoste ich das Coverbild selber. Ungünstig, weil ich habe ja das Urheberrecht gar nicht. Wer gerade in der Session von Udo war, das ist halt ein Problem. Wenn ich jetzt nicht selber das Video gemacht habe und die Rechte daran habe, dann habe ich die Nutzungsrechte nicht an diesem Bild. Ich kann also nicht einfach ein Bild dann auf meiner Webseite hosten. Die einzige Lösung wäre, so irgendein generisches Bild zu nehmen, das mir gehört, und als Coverbild zu verwenden. Häufig nicht das, was der Kunde will. So. Nächster Punkt. Datenschutzgeneratoren war ja mein Problem. Es gibt aber keine Konsistenzprüfung, was sinnvoll ist oder so. Und häufig sind diese Generatoren jetzt nicht zwangsläufig technisch so tief in der Materie, dass sie so Abhängigkeiten verstehen oder geprüft hätten. Zum Beispiel weiß ich nicht, wie vielen Leuten hier im Raum schon geläufig ist, dass wenn sie Google Maps einbinden, dieser Google Map-Kasten, der da geladen wird, immer, immer auch einen Google Font nachlädt. Insofern ist diese Kombination, die ich tatsächlich bei, in diesem Fall, es ist der von Thomas Schwenke, dass ich Google Fonts nicht anwähle, aber Google Maps ja, eine Kombination, die niemals richtig sein kann. Und dieses System, der Generator, warnt mich davor auch nicht und sagt, Achtung, das geht nicht oder das ist verpflichtend, das darfst du nicht anklicken oder so. Dieser Generator ist nur ein Hilfsmittel für uns, ein Werkzeug. Wir können da auch Quatsch einstellen. Und in diesem Fall dürften wir halt nie Google Maps ohne Google Fonts benutzen, weil das halt immer Quatsch ist. Immer nicht richtig ist. Zumindest in dem aktuellen technischen Stand lädt Google Maps immer ein Google Font. Google Fonts, anderes Thema. Wie entfernt man die Dinger? Da haben wir so ein ähnliches Problem wie bei YouTube. Die Theme-Entwickler, Plugin-Entwickler haben sehr kreative Wege, diesen Kram einzubinden. Und von den ganz kreativen Fällen, wie gib einfach den hinteren Part der URL an und quasi ich bastel mir dann den Link selber zusammen, habe ich ja noch gar nicht angefangen. Das Problem ist, wenn nicht die typischen WordPress-Wege genutzt werden, also dieses Enqueuen von, also in diese Ladereihenfolge eingliedern, wenn ich nicht diese internen Funktionen von WordPress nutze, dann ist es echt schwer heranzukommen, wo wird denn der Kram geladen? Und es gibt tausende Themes, nicht nur im offiziellen Verzeichnis, sondern auf allen möglichen Marktplätzen, privaten Theme-Shops, Verkäufern etc. Ich habe keine Ahnung, wie man das ernsthaft so baut, dass das überall funktioniert. Es gibt natürlich die Variante, einfach den gesamten HTML-Output sich anzugucken und zu filtern und dann rauszugeben, aber das ist kein performanter Ansatz. Insbesondere bei Seiten, die man nicht cachen kann, Shops und dergleichen, die eben vom Caching ausgenommen sind, da haben wir gar nicht die Möglichkeit, so zu arbeiten.
Und auch da werden in den Artikeln Plugins empfohlen, wie man den Kram entfernt. Das ist sicherlich nicht die Allheillösung. Und in den Artikeln steht häufig eben nicht, dass das nicht die Allheillösung ist, sondern man geht davon aus, das funktioniert, wenn man das eingerichtet hat. Und in den seltensten Fällen haben die Menschen dann auch immer die Möglichkeit zu testen, ob das Problem wirklich gelöst ist, ob das wirklich nicht geladen wird. Also wer guckt dann die Web-Developer-Tools an? Also, wenn ich mal genau den Wortlaut mir anschaue, den du gesagt hast, ich gehe in den Seitenquelltext und schaue, ob Google da steht, und denke, ich wäre sicher, dann bin ich schon auf die Nase gefallen, weil in der CSS-Datei einen Klick später habe ich einen Add-Import, wo das geladen wird. Also da müsste man sich dann schon eben den Netzwerk-Tab angucken und wirklich schauen, welche Requests gehen denn raus. Und damit hat man immer noch nicht sowas erschlagen wie auf allen Seiten richtig, aber leider auf der einen Seite eben, wo die Google Map eingebunden ist, wird die Komponente dann doch nachgeladen. Also eigentlich müsste man sowas machen wie gehe die gesamte Seite, crawl die quasi durch und guck ob in jeder Seite nach den Requests. Und das sind so Sachen, ja, wer macht das denn? Also wer hat die Möglichkeiten dazu, das technisch eben dann wirklich einzuschätzen? Ich will auch jetzt gar nicht irgendwie Panik machen, irgendwie damit zeigen, dass da häufig einfache Lösungen versprochen werden, die aber keine einfachen Lösungen sind. Dafür gibt es ja dann auch Entwickler wie uns und die sich damit auskennen und solche Talks wie den heute. Es ist ja eben abhängig von Themes und Plugins, die man nutzt und das muss man immer im Hinterkopf behalten, eben was passiert da. Dass man seine Kunden entsprechend beraten kann. Es ist halt kein Selbstgänger, ja, da installiere ich ein Plugin, dann passt das schon. Und das wird einem einfach zu häufig versprochen. Es wird noch edge-casiger, also noch nischiger. Da hat man sowas wie, jetzt lädt das Plugin irgendeine Komponente von Raw Git. Raw Git ist jetzt nur ein Beispiel, das ist eine wenn man von GitHub eine Komponente lädt, dann hat die nicht den richtigen MIME-Type, weil GitHub nicht als CDN missbraucht werden möchte zum Hosting von Komponenten. Und dieses Raw Git macht quasi einen Service, der dazwischen geschaltet wird, der holt sich die Komponente von GitHub und liefert sie mit dem richtigen MIME-Type aus. Also als echte Textdatei oder als echtes Bild. Echte ja, JavaScript-Datei etc. Also mit dem richtigen MIME-Type. So, das Problem ist, Raw Git ist eine Lösung, die ein Entwickler mal für sich brauchte, die er schnell zusammengecodet hat, auf eine Webseite geschmissen und gesagt hat, hier, wer es gebrauchen kann. Ich dachte mal, ich stelle das für alle zur Verfügung. Und dann fragt man mal in dem GitHub-Repo nach, hast du denn dafür auch eine Privacy-Policy, die ich verlinken kann, wo ich sagen kann, so, was machst du denn mit den Daten, die da bei dir ankommen? Und kriegt als Antwort nur, ja, nee, habe ich nicht. Und dann stehe ich vor einem Problem. Jetzt muss ich nämlich das Plugin rausschmeißen, das diese Komponente so lädt, weil ich nicht weiß, was ich meinen Usern sonst schreiben soll in der Datenschutzerklärung. So, ich habe hier einen Dienst, der sagt mir aber nicht, was er mit den Daten macht. Ihr müsst einfach mal vertrauen, dass der das schon richtig macht. Das ist halt irgendwie nicht so eine schöne Sache. Und es wird noch komplizierter, weil der ist ja gar kein CDN, also der nutzt dann noch ein CDN dahinter, nämlich StackPath. Und den habe ich dann auch noch quasi in meiner Datenschutzerklärung. Und das muss ich erstmal wissen, also das muss ich erstmal verstehen, was macht der eigentlich? Und dann quasi die Kette nach hinten in der Nutzung. Und das kann ganz schön intensiv sein bei der Recherche, wenn man sich anschaut, welche Plugins nutzen eigentlich welche CDNs mit welchen Datenschutzerklärungen. Und die müsste ich eigentlich alle angeben in meiner Datenschutzerklärung, weil ja die Daten meiner Benutzer eben dann dort landen. Eigentlich eine Sache, die für den Otto-Normalbenutzer kaum hand zu handeln ist. Und gerade bei Amerikanern da auch kein Gespür dafür da ist, dass sowas dann von den Europäern gebraucht wird. Es gibt aber noch eine Steigerungsform, dass die Menschen einfach sagen, nee, das passt schon. Also wirklich,
Kannst du uns glauben? Das ist eine Original-Mail, die ich bekommen habe, als ich für einen Kunden danach gefragt habe. Und das ist eine deutsche Firma, die mir, also da wird ein Video von denen hot gelinkt, also das soll so sein, dass die das hosten. Und ich habe halt nachgefragt, so ja, ich brauche halt für die Datenschutzerklärung ja noch irgendwie mal einen Text von euch, was ihr mit den Daten macht. Und dann kam eine E-Mail zurück, die man da sieht, wo sie einfach mir gesagt hat, ja, das passt schon, wir tracken nicht. Ich so, ja, das ist schön, ich würde euch das auch echt glauben, wirklich, aber ich hätte doch gern lieber was Schriftliches, was ich verlinken kann. Nee, haben wir nicht. Und dann steht man da. Ich habe mit dem Geschäftsführer telefoniert, ist ganz witzig. Also für mich nicht witzig, also witzig, dass man so naiv sein kann. Ja, kommen wir zur Skalierbarkeit. Auch so ein Problem, dass ich dann, dass mir aufgefallen ist, ich habe für sehr viele Kunden das gemacht. Und dann haben wir dafür, also in der Agentur, E-Recht 24 genutzt, so ein Generator, eigentlich ganz gut. Und dann kam das erste Update, das zweite Update, das dritte Update und dann waren da kaputte Links, die auch von Google, von Facebook zum Beispiel nicht weitergeleitet werden. Also sind das jetzt 404s in der Datenschutzerklärung und ich dachte, ja, das müsste man jetzt mal machen. Wie jetzt bei allen 200 gleichzeitig einzeln, also ich muss da ja auf die Seite, ich muss mich einloggen, gucken, was haben die da, welcher Text wurde geändert, dann muss ich das alles manuell ändern. Und das, also wer immer sich bequemen würde, sich einen Anwalt zu suchen und ein Plugin dafür zu schreiben, wo man diese Bausteine einzeln hat und die sich selbsttätig aktualisieren würden, also das, ich glaube, es würde einem wie geschnitten Brot aus also verkauft werden. Ich habe dafür noch keinen vernünftigen Workflow gesehen. Auf dem Barcamp Kiel habe ich einen Vortrag gehört von jemandem, der Datenschutzgrundverordnung auch für Kunden umgesetzt hat und die haben ein ganz tolles System gehabt, die haben sich einen Anwalt gesucht, der hat die Texte gecheckt, hat die Haftung dafür übernommen und dann haben sie das bei den Kunden eingebaut und auf die Rückfrage, wie das skaliert und was passiert, wenn da was geändert wurde, da sagt er, wieso, ist doch gecheckt, ist doch, der hat doch jetzt die Haftung dafür übernommen, ist doch nicht mein Problem. Sagst du, ja, das ist ja schön, aber wenn dann 404 in der Datenschutzerklärung ist, sich irgendwas ändert, dann müsst ihr das doch anpassen. Und wie wollt ihr das machen, wenn ihr nicht nur 5 Kunden, sondern 500 Kunden oder 5000 Kunden habt? Das funktioniert doch nicht. Und da habe ich noch keine vernünftige Lösung für gesehen. Ja? Bitte? Ah ja, sehr schön. Ja. Law, ja. Cool, kannte ich noch nicht. Das ist ein schöner Tipp. Danke. Genau, ich wiederhole das einmal kurz für die Menschen, die das Video dann gucken. Janu Law wurde als Tipp gegeben eines Dienstes und UserCentrics, ein Dienst, der nicht WordPress-spezifisch ist, der das per JavaScript-Snippet quasi dann von extern holt. Falls du das nochmal findest oder so, kannst du ja nochmal irgendwie über den Hashtag twittern oder so, dass es dann irgendwie, dann kann ich das auch in die Slides noch einbauen oder so, und dann haben wir das noch als Tipp. Du hattest noch dich gemeldet?
Das können ganz verschiedene Sachen sein. Also hier, das ist der Auszug bei E-Recht 24 bei den Updates, was sich da geändert hat. Und das sind zum Beispiel Verlinkungen in verschiedenen Anbietern, Facebook, Facebook Connect, Facebook Pixel, Google AdWords und so weiter. Da sind zum Teil einfach Links auf Datenschutzerklärungsseiten bei Facebook, die sich geändert haben. Und das Problem ist, dass die Datenschutzerklärung bei Facebooks der alte Link nicht weiterleitet. Das heißt, ich behaupte in meiner Datenschutzerklärung, du findest mehr Informationen, um, was ich, ein Opt-out zu machen, auf dieser Seite. Und wenn der User draufklickt, landet er auf einem 404. Was ich, Google hat sich von der Google Inc. zu Google LLC, dann stimmt die Angabe, wenn ich den Firmennamen da angegeben habe, nicht mehr. Keine Ahnung, ob das jetzt abmahnwürdig ist, für mich relevant ist, aber ein Opt-out-Link, der ja verpflichtend ist, dass ich eine Opt-out-Möglichkeit anbiete und der landet auf einem 404, das wahrscheinlich schon. Da hinten, ne? Genau. Genau. Genau, deshalb, ich wiederhole es einmal ganz kurz. Welche Texte sich ändern können, ist natürlich auch deshalb relevant, weil sich die rechtliche Einschätzung aktuell immer noch ändert, weil die Rechtsprechung ja jetzt erst passiert und sich deshalb die Einschätzung ändern kann und dann deshalb die Texte angepasst werden. Und die zweite Info war, dass natürlich die immer wieder Plugins, Dienste dabei sind, die durch die Generatoren gar nicht abgedeckt werden und dementsprechend diese Passagen manuell hinzugefügt werden und die bei einer automatisierten Aktualisierung rausfallen oder nicht erwähnt werden. Technisch könnte man das, glaube ich, lösen, indem man wirklich jede Sektion einzeln macht, dann hat man da irgendwie 15 Shortcodes, wo dann, weiß ich nicht, das Snippet für Google Analytics, Snippet für Facebook entsprechend einzeln dann auftaucht. Das könnte vielleicht eine Lösung sein, dass man an jede x-beliebige Stelle eben dann seinen individuellen Text da noch mit reinschreiben kann. Aber wenn sich da zum Beispiel auch was ändert, wenn man jetzt hat irgendwie einen Dienst eingebaut, die haben auch eine Datenschutzerklärung, die sie oder also einen Textbereich, den man in seine Datenschutzerklärung einbauen kann. Man macht das super, aber darüber informiert werden, dass der sich aktualisiert, ist natürlich dann, solange die keinen Service dafür anbieten, eben dann auch nicht gewährleistet. So, es gab noch eine Wortmeldung. Ach so, bis gleich, alles klar. Also, ich wüsste nicht, dass die DSGVO irgendwas mit Faxnummer zu tun hätte. Es gibt bei der Impressumspflicht gibt es diese Diskussion, ich glaube nicht, dass Telefax, also in allen Generatoren, die ich so gesehen habe, ist das immer, ja, ist nicht klar definiert und was denn. Genau, und inzwischen ist das, glaube ich, technisch einfach überholt. Also ich glaube, das ist nicht mehr relevant, also dass man voraussetzen könnte, ein Faxgerät haben zu müssen. Berittene Boten sind auch nicht vorgeschrieben. Das ist, glaube ich, durch das Thema. Ja, ich mache mal weiter. Ich bin auch schon, ich weiß gar nicht, wie ich zeitlich. Ja, das ist, ich bin sehr, bin schon gleich durch, dann können wir ein bisschen freier quatschen, was ihr noch so an Fragen habt. Also mein Abschlusspunkt, Jetpack. Jetpack hat behauptet ja, dass es DSGVO-konform ist oder sein kann. Und ich habe mir einfach mal den Spaß gemacht, nur eine Sache tiefer mir anzuschauen und bin dann gleich auf was gestoßen, wo ich zumindest rechtlich dann strauche. Also es gibt ja Jetpack-Sharing, dann hat man unter dem, das, was quasi Sheriff macht, man hat unter dem
Beitrag die Teilen-Buttons von den verschiedenen Social-Media-Kanälen. Und jetzt wird neben dem Anbieter auch ein Count angezeigt. Und dieser Count, den zieht er sicher von dem Anbieter. Und wo finde ich denn darüber eine Information, dass das passiert? Also bin ich mal auf die Suche gegangen. Der Artikel hier oben ist so ein Einstiegsartikel, wo sie sagen, Jetpack ist jetzt GDPR, also DSGVO-konform. Und das und das haben wir gemacht. Und dann gibt es eine Hilfeseite, die aber auch quasi innerhalb des Tools aufrufbar ist, wo man sich seine Textsnippets ausgeben lassen kann, je nachdem, welches Modul man aktiviert hat. Und dann habe ich mal nur Jetpack Sharing ausgewählt. Und das ist also dieser Snippet-Text, den ich dann angezeigt bekomme. Da steht eben, welche Daten wann wie genutzt werden. Da steht überhaupt nichts davon, dass Facebook also gefragt wird und denen irgendwelche Daten geschickt werden. Und in der Privacy Policy von Automattic, die ja quasi auch immer mit verlinkt ist, finde ich nur kryptische Hinweise zum Thema, ja, wir teilen auch Daten mit Drittanbietern. Das ist aber auf Englisch und liefert jetzt auch keinen konkreten Hinweis zu Facebook zum Beispiel. Und ich kann das deaktivieren beim Filter. Ich befürchte, dass das für Laien jetzt nicht so ersichtlich ist, dass das möglich ist, dass man diesen Counter ausschalten kann. Und wenn ich mir den Netzwerk-Tab angucke, wo jeder Request der Webseite aufgelistet wird und Jetpack Sharing ist aktiv, dann sehe ich halt, da wird graph.facebook.com aufgerufen, um diesen Counter zu holen, diese Zahl. Und damit hat Facebook meine IP-Adresse als Besucher. Und also DSGVO soll ja laienverständlich sagen, was mit meinen Daten passiert. Also ich würde mich jetzt mal nicht mal ganz als Laien definieren und ich habe auch nach Lesen aller dieser drei Artikel nicht einen blassen Schimmer davon, dass meine Daten bei Facebook landen könnten, wenn ich dieses Tool nutze. Ja, jein. Ist das? Nee, das betrifft nur die E-Mail-Funktion. Also wenn du teilen via E-Mail machst, dann nur dann greift es, weil das liegt daran, dass das genutzt wurde, um zu spammen und die irgendwie einen Filter davor brauchten. Deshalb haben sie das verpflichtend gemacht. Ja. Da kann man also auch auf die Nase fallen, weil also ich sehe da keine ausreichende Information der User dazu. Und dieser Filter, ich kenne den jetzt, aber jetzt kennt ihr den auch. Aber ich glaube, dass das nicht so viele Menschen nutzen, die es tun müssten. So, und einen habe ich noch. Was passiert eigentlich, wenn ein Cookie-Banner, ist ja noch nicht verpflichtend, wird dann vielleicht mit der E-Privacy-Verordnung kommen. Was passiert eigentlich, wenn diese lustigen Banner, die man so sieht, wenn die eigentlich also die Amerikaner haben ja meist nicht im Footer diese Impressum- und Datenschutzverlinkungen, weil sie sie nicht brauchen oder nicht verpflichtend brauchen. Wir schon. Und wenn das jetzt in der Fußzeile ist und dieser Banner da ungünstigerweise genau drüber liegt, würde ich mich jetzt mal fragen, ob man rechtlich seiner Pflicht nachgekommen ist, einen Impressumslink leicht zu finden, auf seine Seite einzubauen, wenn da dieser Banner drüber liegt. Wenn ich nämlich den Link nur dann anklicken kann, wenn ich auf Akzeptieren klicke, weiß ich nicht, ob man von Einwilligung sprechen kann oder nicht von Erpressung oder Nötigung oder keine Ahnung, was das rechtlich dann ist. Auch da, ich bin ja kein Jurist, keine Ahnung. Ich würde das mal spontan als Problem ansehen. Udo kann da bestimmt mehr zu sagen. Ach schon, genau. Genau, da kommen wir. Ich wiederhole es nochmal kurz für das Video. Die Variante gibt es auch, dass die Cookie-Banner nicht responsive sind, sodass wir den Schließen oder Akzeptieren-Button, quasi der aus dem Layout läuft,
Und da sind wir wieder bei genau der technischen Komplexität, die hier das Thema ist. Da braucht man nur oben in der, im Header einstellen, dass, wie heißt der Befehl noch gleich mit dem, wo ich definieren kann, Minimum Scale, Maximum Scale, und da gibt es diverse Themes, die dann einfach sagen, zeig mir das genau in der Größe an, wie ich das eingestellt habe, und du darfst auch nicht größer skalieren, was total doof ist, weil es das bedeutet, dass ich auf Smartphones, auch wenn ich gerade meine Lesebrille nicht dabei habe, nicht reinzoomen kann, weil der Entwickler sagt, nee, nee, du musst das genauso in dieser Größe angucken, wie ich das möchte. Was aber auch bedeutet, dass wenn irgendwas im Layout mal schief läuft und eben aus dem Layout läuft, man auch nicht durch Zoomen oder so da jetzt sich das vielleicht doch noch irgendwie sichtbar machen kann, weil ich kann ja nicht zoomen, also bleibt es genauso, wie es ist, und das Layout, also der Button ist vielleicht aus dem Layout geschoben. So, da sind wir schon durch. Und bin offen für Fragen und vielleicht steht noch eine. Ja. Guter Hinweis, innerhalb des Backends gehen wir ja davon aus, naja, WordPress selber macht das ja nicht mehr, Google Fonts nachladen. Wir haben bei Gutenberg jetzt quasi eine neue Situation, durch Themes, durch Plugins ohnehin die Möglichkeit, was nicht so problematisch ist, wenn wir als alleiniger Admin in unserem eigenen privaten Blog sind. Was aber vielleicht durchaus interessant sein kann, ist, wenn wir eben Multi-Autoren haben, wenn wir Redakteure haben, die eigentlich darüber eben informiert werden müssten und einwilligen müssten. Das, ja, genau. Also, na, eigentlich meine ich mit, dass es eben nicht getan wird und wir es eben eigentlich müssten. Ich glaube, dass es getan werden müsste, ist relativ unstrittig. Ich gucke mal kurz zu Udo, ob er nickt. Ja, er nickt. Dann. Ja. Genau, und vor allem da so Einwilligung, Informationslage, alles mal auf den Prüfstand stellen, eben wie hat man das da aufgebaut? Wo wird eben was geladen? Welche Komponente? Direkt neben dir? Achso, ich dachte, es wäre eine Meldung. Achso. Ja. Die Cookies muss ich gleich in den Banner unten die Möglichkeit geben, die auszuschalten. Noch nicht. Es gibt, wie gesagt, E-Privacy-Verordnung ist ja noch nicht durch. Das heißt, momentan. Die. Also. Genau, also es gibt tatsächlich Gründe, dass man einen Cookie-Banner einbinden muss. Das ist zum Beispiel, wenn du AdSense auf deiner Seite einbindest, weil in einigen Ländern, es gibt ja diese EU-Cookie-Richtlinie, die man in nationales Recht umsetzen sollte. Udo muss mich unterbrechen, wenn ich Quatsch rede, aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, dass die Cookie-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt werden sollte. Das haben nicht alle Länder gemacht, auch Deutschland nicht. Folglich gilt das nicht, aber in anderen EU-Ländern. Und Google war es zu blöd, in dem Land die einen AGBs zu haben und in dem Land die anderen, und haben sich es einfach gemacht und gesagt, wenn du AdSense benutzt, dann schreiben wir einfach in unseren AGB vor, du musst einen Cookie-Banner benutzen und nach einer Einwilligung fragen. Das ist quasi der Grund, wenn es in den AGB von AdSense steht und du AdSense nutzt, dann musst du durch die AGB von AdSense eben verpflichtend diesen Cookie-Banner benutzen.
da die Cookie-Richtlinie nicht umgesetzt wurde, in deutsches Recht gibt es dafür keine Verpflichtung. Es gibt manche, die es eben trotzdem machen als Information. Guck mal, hier ist eine Datenschutzerklärung. Hast du verstanden, dass es die gibt? Klick mal hier auf Akzeptieren. So, das ist quasi schon mal ein Weg in die richtige Richtung, aber eigentlich auch mehr nur Informationen. Guck mal hier, ne, wenn du hier jetzt weiter bleibst, dann, und falls du nicht getrackt werden möchtest, hier, wir haben eine Datenschutzerklärung. Eigentlich, also wirklich relevant, helfen tut das ja noch nicht. Es gibt Plugins, die das dann besser machen, die wirklich fragen, was möchtest du denn für Cookies zulassen? Und dann gibt es ja technisch notwendige Cookies, die zum Beispiel ein Cookie, der speichert, was im Warenkorb ist. Das ist technisch notwendig, da wird ja auch nicht irgendein Benutzerprofil erstellt, sondern es geht um den technischen Ablauf des Warenkorbs. Dafür wird der Cookie benutzt und für nichts anderes. Das sind auch Session-basierte Cookies. So, und, die sind okay, da brauche ich keine explizite Einwilligung. Wenn ich aber ein Nutzerprofil erstellen, wenn ich tracken will, um Analysedaten eben, Google Analytics und so, da ist die Interpretation der Datenschutzkonferenz der Landesbeauftragten Datenschützer, habe ich das richtig halbwegs, irgendwie, die waren ja der Meinung, dass für all diese Tracking-Geschichten eben eine Einwilligung notwendig ist. Und wenn das in der E-Privacy-Verordnung kommen wird, was ich nicht weiß, dann wäre das tatsächlich so, dass am Anfang, wenn du eine Webseite besuchst, du gefragt wirst, welche Cookies sollen denn zugelassen werden. Dann sagst du, was zugelassen wird, sagst vielleicht, nee, ich möchte gar keine Cookies zulassen, und dann darf auch der Skript gar nicht erst geladen werden. Also es ist kein Opt-out, sondern ein Opt-in. Du musst nach Einwilligung gefragt werden, und erst wenn die Einwilligung gegeben ist, wird das Google Analytics Skript zum Beispiel geladen. Und wenn nicht, dann darf dieses Skript überhaupt gar nicht erst geladen werden. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Wie gesagt, dafür gibt es dann eben Plugins, die das umdrehen. Das wird vielleicht auf uns zukommen, aber das ist, wie gesagt, noch nicht. Aber das, viele dieser Cookie-Consent-Plugins, die sind halt nur, die informieren nur, da ist eine Datenschutzerklärung, klick die, also wenn du die mal lesen willst, dann mach das mal, aber wirklich helfen bei dieser Einwilligungsgeschichte, da müsste man dann wirklich diese Opt-in-Lösung haben. Also fragen, willst du das, und erst dann der Skript laden. Genau, ich wiederhole nochmal kurz fürs Video. Udo sagt gerade, dass die gerade bei Google Analytics jetzt schon die Einschätzung sein kann, die rechtliche Einschätzung sein kann, dass ein Opt-in notwendig ist und man, weil es eben Besucher trackt, dass das eben nur mit Einwilligung passieren darf. Dazu war mir gerade noch was eingefallen. Ach genau, es gibt, Udo hat auch einen schönen Artikel gerade gepostet zum Thema Do Not Track Header, der sehr interessant ist, wenn man sich zum Beispiel Pivik anguckt, neuerdings Matomo, also ein Google Analytics Konkurrenzprodukt, wo es die Möglichkeit gibt zu sagen, ignoriere den Do Not Track Header und tracke trotzdem, was rechtlich hiermit explizit vorgewarnt wird, das bloß nicht anzustellen. Wer die rechtlichen Details dazu wissen will, empfehle ich den Blogartikel von Udo dazu. Du hattest dich noch gemeldet. Oh ja, ja. iubender.com. Okay. Das war die Ubender,
Okay, das war der Dienst, der vorhin erwähnt wurde für die sich selbst aktualisierende Datenschutzerklärung. Damit kommen wir auch schon zum Ende. Damit ihr genügend Zeit für Käffchen und Raumwechsel habt, machen wir hier Schluss. Falls ihr noch mehr Fragen habt, wendet euch gerne an mich. Ich bin auf Twitter, Zodiac1978. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf dem Camp. Ah ja, Mittagspause. Habe ich schon vom Contributor Day.